Gut, heute Abend kommen wir zu unserem dritten Vortrag über den Spiralpfad. Also vor zwei Tagen haben wir angefangen damit. Ja, wir haben gesehen, dass dieser Pfad anfängt mit einem Gewahrsein von Unfriede, von Leiden, dass das Leben unbefriedigend ist, das normale Leben. Wir haben auch festgestellt, dass die Ursache davon nicht in der Welt um uns herum ist, aber in uns selbst, in unserem eigenen Geist. Dann haben wir gestern Abend gesehen, dass aus dieser Unfriede raus man auf der Suche geht nach etwas, was mehr ist, als was wir bisher erfahren haben, dass wir auf der Suche gehen nach einem höheren Ideal. Und dass es dann passieren kann, dass wir mit einem höheren Ideal in Kontakt kommen. Und dass das Höchste in uns selbst, ja, unser eigenes spirituelles Potenzial sozusagen, Antwort auf diesem Ideal, das wir begegnen, dass da ein Funke überspringt. Und dass diese Funke, dass das sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Ja. Oder dass das eigentlich bei uns der Anfang von Vertrauen ist, von Shraddha. Wir haben gesehen, dass dieses Vertrauen mehrere Aspekte hat. So mehr ein intuitives Aspekt, dass man das Vertrauen spürt, ohne dass man es genau begründen kann. Ja, wir haben gesehen, dass es dann auch noch nötig ist, zu überprüfen, ob unsere Intuition sozusagen richtig ist, dass wir wirklich überprüfen sollen, worin wir Vertrauen haben, dass wir das mit unserem eigenen Intellekt auch noch nachprüfen, überlegen, die Ideen, die wir da finden, das Ideal, das wir da finden, ist das wirklich ein richtiges Ideal, ist das ein spirituelles Ideal? Und auch ein emotionales Aspekt, dass wenn wir klar darüber sind, dass was wir gefunden haben, dass das richtig ist, dass wir unseren Herz dafür öffnen und es anfangen, es dann auch wirklich zu praktizieren. Und in dem Weg von dieser Praxis dann auch unser Vertrauen ständig wächst, wenn wir erfahren, dass das, was dann uns passiert, dass das in Übereinstimmung ist mit diesem Ideal. Ja, dann geht es heute Abend weiter mit der dritten Stufe auf diesem Spiralpfad. Und diese dritte Stufe ist Pramodia, oder Freude, oder Begeisterung. Oder vielleicht noch zwei andere Aspekte, die man dazu sagen kann, Wohlsein und Entspannung oder Erleichterung. Diese vier Aspekte werde ich jetzt erstmal weiter erklären. Also erstmal Freude, der Aspekt von Pramodia, Freude. Also wir haben vielleicht lange gesucht, Wir haben jetzt etwas gefunden, aber da gab vielleicht eine ganz lange Vorgeschichte. Wir haben vielleicht Jahre gesucht. Wir waren vielleicht jahrelang auf der Suche, um etwas zu finden, was uns ansprechen würde. Und es kann gut sein, dass wir über diese ganze Zeit auch viele Enttäuschungen erlebt haben, dass wir oft auf die Nase gegangen sind. gefallen sind. Auf die Nase gefallen sind. Gut. Wir haben vielleicht eine Zahl von Sachen ausprobiert, die erstmal zu einem Ende geführt haben, wo wir nicht weitergekommen sind. Ja. Und vielleicht schlimmer noch, wo wir uns betrogen gefühlt haben. Oder wo wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist möglich. Also, nachdem wir so eine lange Zeit gesucht haben, vielleicht, und viele vielleicht unangenehme Erfahrungen bekommen haben, wenn wir dann das finden, was richtig ist, dann gibt das uns eine große Freude. Ja. Wir sind sehr froh, endlich das gefunden zu haben, was wir gesucht haben. Das kann so stark sein, dass es eine Freude ist, die wirklich durch uns geht, dass wir sozusagen ständig damit beschäftigt sind, andere Leute über unsere Freude zu erzählen. Also es ist einfach so vor in unserem Mund. Wir genießen es so, dass wir das gefunden haben, was wir suchten. Das wollen wir einfach auch kommunizieren. Es kann auch sein, dass wir erstmal sehr, sehr vorsichtig sind. Ja? Wir haben zwar gute Hoffnung, dass das, was wir gefunden haben, richtig ist, aber wir sind erst nochmal vorsichtig, erst mal weiter ausprobieren. Aber trotz unserer Vorsicht gibt es doch schon ein Gefühl, dass wir einen neuen Sinn in unserem Leben gefunden haben. Dass wir unsere Energie wieder in etwas reinstecken können, woran wir glauben können, mit unserem Herzen glauben können. Unsere Energie ist nicht mehr blockiert. Solange wir noch in dieser Phase waren von Dukkha,
war unsere Energie blockiert, konnte nicht frei fließen. Ja, wir fühlten uns frustriert, ja, von dieser Wirklichkeit, die nicht so war, wie wir hofften. Aber jetzt fließt unsere Energie wieder. Wir fangen an, unsere Energie in den Übungen zu stecken, die zu diesem Ideal gehören, zu diesem Weg gehören. Ja? Also wenn wir über den Spiralpfad reden, fangen wir an, unsere Energie in Meditation reinzustecken. Und unsere Energie in Ethik reinzustecken. Ja? Unsere Lebensstil sozusagen im Einklang zu bringen mit unserer Meditationserfahrung. Wir fangen an, unsere alten Gewohnheiten zu ändern. Ja, wenn wir meditieren, werden wir uns ein bisschen klarer, werden uns ein bisschen bewusster und wir fangen an zu sehen, dass ja bestimmte Sachen vielleicht nicht so genau das Richtige waren. Also wir fangen an, unsere Gewohnheiten zu ändern und wir fangen an, uns selbst zu ändern. Ja. Weil wir sind unsere Gewohnheiten. Also wenn wir unsere Gewohnheiten ändern, dann passiert etwas mit uns. Dann werden wir selbst anders. Also das Leben wird wieder lebendig, wird wieder spannend, wird wieder faszinierend. Man könnte es damit vergleichen, dass man vielleicht ein sehr starkes Interesse an einem bestimmtes Thema hatte. Ja? Und man sagt, ja, es muss ein Buch geben über dieses Thema. Ja? Und man geht auf der Suche nach so einem Buch. Und vielleicht Wochen, Monate lang besucht man sehr viele Buchläden, um herauszufinden, ob es so ein Buch gibt. Ja, wir wissen nicht genau, ob es existiert, aber wir hoffen es einfach, dass es existiert und wir gehen auf die Suche. Und vielleicht nach langem Suchen finden wir plötzlich ein Buch, was wirklich über dieses Thema redet, was über dieses Thema handelt. Und ja, wir schauen uns so ein und denken, ah ja, ich glaube, dass das es ist. Ja, wir kaufen das Buch, wir nehmen es mit nach Hause und wir fangen an zu lesen. Ja. Und mit jeder Seite, die wir umschlagen, sagen wir, ja, das ist es. Das war es, was ich gesucht habe. Und dann haben wir diese Freude, ja, diese Freude, dass wir das Buch gefunden haben. Und lesen weiter und weiter. Und damit kommt der zweite Aspekt von Pramodya rein. Und dieser zweite Aspekt ist Begeisterung. Wenn wir gefunden haben, was wir gesucht haben, dann sind wir begeistert. Dieser Aspekt bringt Lama Govinda, eine ziemlich bekannte buddhistische Schriftsteller. Er verbindet das mit Inspiration. Ja? Wenn wir inspiriert sind von etwas, sind wir auch begeistert. Je weiter wir kommen, je weiter wir in diesem Buch lesen sozusagen, oder je weiter wir die Praktiken üben, Meditation und Ethik und so weiter, desto mehr interessante Sachen treffen wir. Wir treffen zum Beispiel Pujas. Jetzt begeistert das nicht sofort alle Menschen. Manchmal dauert es ein bisschen. Aber ein Puja kann sehr begeisternd sein. Oder ein anderes Beispiel. Wir lernen, dass es im Buddhismus, dass da oft über Achtsamkeit geredet wird. Dass Achtsamkeit eine wichtige Praktik ist. Und wir fangen uns an, dafür zu interessieren und es zu praktizieren. Achtsamkeit bei der Arbeit anzuwenden. Achtsamkeit beim Reden. Oder Achtsamkeit beim Spülen. Ja? Und die Erfahrung, die begeistert uns. Wir merken, ah, das bringt etwas. Ja? Ich merke, dass ich dadurch klarer werde. Ich merke, dass ich dadurch meine Sachen besser mache. Also wir werden begeistert über solche Praktiken. Ja? Man kann begeistert werden über die Praktik vom Geben. Das ist auch eine wichtige buddhistische Praktik. Vielleicht am ersten auch wieder ein bisschen Widerstand. Aber wenn man anfängt zu geben und man merkt, wie toll das ist, ja, dann macht man weiter. Also man probiert mehr und mehr aus. Man guckt, welche Möglichkeiten es noch gibt. Und man benutzt auch mehr und mehr Energie in dem, was man schon macht. Ja? Die Meditation haben wir vielleicht am Anfang so ein bisschen zurückhaltend gemacht. Aber indem unser Vertrauen wächst, bringen wir mehr Energie rein. Ja, machen wir das mehr mit dem ganzen Herzen, sozusagen. Und das bringt auch weiter Freude. Es macht Spaß, diese Sachen zu tun. Und dann fangen wir auch an zu merken, dass diese Praktiken, die wir machen, dass die einen positiven Effekt auf uns haben. Wir merken, dass wir durch unsere Meditation klarer werden. Unser Geist wird klarer, unsere Gedanken werden klarer. Unsere Emotionen werden klar, sind nicht mehr so alle durcheinander. Ja, wir können mehr sehen, was wir eigentlich fühlen. Ja, ist es diese Emotion oder diese Emotion? Unsere Konzentration wächst. Ja, wenn wir etwas machen, sind wir mehr dabei. Unser Geist ist mehr dabei. Wir sind achtsamer. Wir merken, dass wir durch die Praxis von Metta Bhavana freundlicher werden. Ja,
und dass die Freundlichkeit auch zurückkommt von anderen Menschen. Ja, wenn wir freundlich sind, dann werden andere Menschen auch sehr schnell uns gegenüber freundlicher werden. Und manchmal spürt man auch, dass wenn man längere Zeit eine bestimmte Person, womit man Schwierigkeiten hat, in eine vierte Phase gehabt hat, dann merkt man allmählich, dass unsere Verbindung mit dieser Person besser wird. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig zu erklären, hat das etwas mit mir zu tun oder hat diese Person vielleicht unbewusst etwas gespürt, von was ich da mache in meiner Meditation. Aber die Frage brauchen wir eigentlich nicht zu beantworten. Das Wichtigste ist, dass diese Beziehung sich verbessert. Wir werden mehr zufrieden. Wir merken, dass wir mehr innere Ruhe haben. Und wir merken, dass wir einfach glücklicher werden. Und wenn wir erfahren, wenn wir merken, dass die Praktiken, die wir machen auf diesem Spiralpfad, dass die uns diese Effekte geben, diese Ergebnisse, dann bringt das auch Begeisterung. Also wir fangen dann an, mit mehr und mehr Begeisterung zu meditieren. Ja? Wir studieren den Dharma mit Begeisterung, weil wir merken, es bringt uns so viel. Wir machen neue Freunde, die auch auf diesem Weg sind. Wir sind mehr inspiriert, wir sind lebendiger, wir haben weniger Langeweile, wir merken das einfach, ja, die Zeit, die wir haben, verbringen wir gerne damit, etwas zu tun, was in diese Richtung geht. Unsere Energie fließt, wir sind weniger müde, wir sind aktiver, wir sind engagierter. Okay, dann komme ich zum dritten Aspekt von Pramodia. Und das ist einfach Wohlsein, wir fühlen uns wohl. Erstmal Meditation selbst gibt uns dieses Gefühl von Wohlsein. Ja, nicht immer. Ja. Manchmal wird es erstmal eine ganze Menge aufwühlen. Ja. Es kann sein, dass wir durch eine Phase gehen, dass wir uns überhaupt nicht wohlfühlen. Ja, weil wir vielleicht merken, was alles in unserem Geist ist, was alles in unseren Emotionen ist. Und es sind vielleicht Sachen drin, die wir nicht so gerne haben. Also es kann sein, dass es eine Phase gibt, wo es uns nicht so gut geht. Aber wenn sich das löst, dann werden wir merken, dass wir uns wohler fühlen. Dann auch durch unsere Meditation werden wir mehr gewahr und fangen wir an, die Qualität von unserem Leben zu verbessern. Also wir merken, dass manche Aspekte von unserem Leben nicht sehr hilfreich sind. Ja, zum Beispiel, man merkt, dass wenn man sehr viel Fernsehen guckt, dass das unsere Energie wegnimmt. Ja, dass das eigentlich es schwieriger macht zu meditieren. Überhaupt, wir haben weniger Zeit. Also wir entscheiden uns vielleicht, auch damit aufzuhören, ja, Fernsehen aufzugeben und die Zeit besser zu benutzen. Oder vielleicht verbringen wir viel Zeit mit unserem Computer, ja, Spielchen oder Internet oder was auch, und wir entscheiden uns, nee, das mache ich nicht mehr. Ich mache diese Zeit frei, um etwas zu machen, was vielleicht kreativer ist. Dann merken wir vielleicht, dass manche von unseren Taten nicht sehr ethisch sind. Ja. Dass wir Sachen tun, die Leiden verursachen oder die ja, Unruhe verursachen. Und wir merken, dass das unsere Meditation untergraft. Also wir hören mit solchen Sachen auf. Vielleicht hören wir auf zu rauchen oder zu trinken. Wir bringen mehr Regelmaß in unser Leben. Wenn man erfolgreich meditieren will, dann ist Regelmaß sehr wichtig. Die Leute, die regelmäßig meditieren, die wissen das. Und wenn wir unser Leben mehr Regelmaß hat, werden wir auch ruhiger und klarer. Also all diese Sachen, die wir machen, weil wir uns mehr bewusst geworden sind, bringen uns ein Gefühl von Wohlsein. Wir machen einfach weniger Unsinn in unserem Leben. Ja? Und das bedeutet, dass auch unser Gewissen weniger belastet wird. Ja? Wir haben weniger Schuldgefühle, weil wir die Sachen nicht mehr machen, die uns normalerweise Schuldgefühle besorgen. Wir fühlen uns freier und besser. Ja, wir werden friedlicher, stressfreier. Es gibt weniger und weniger Konflikte. Und das bringt uns dieses Gefühl von Wohlsein, was auch Pramodia ist. Dann kommen wir zum vierten Aspekt, was ich Entspannung oder Erleichterung nenne. Wir haben vielleicht lange Zeit in diese erste Phase durchgebracht von Dukkha, ja, von unangenehmen Erfahrungen, Unbefriedigtheit, ja, Unfriede, Leiden vielleicht sogar. Und diese Phase, vor allem wenn wir nicht wissen, ob es da einen Weg raus gibt, ja, kann uns eine ganze Menge Unsicherheit bringen. Man stellt sich die Frage, ja, ist das wirklich, worum es geht in meinem Leben, dass ich solche schwierige Zeiten habe?
Es kann sogar zu einer großen Krise in unserem Leben führen, wo wir denken, ja, was mache ich eigentlich? Hat es wirklich Sinn zu leben? Vielleicht kriegen wir große Existenzängste. Die Frage kann entstehen, soll ich nicht einfach raussteigen? Muss ich wirklich so weiter und weiter machen? Für manche Leute ist das Leben so schwierig. Aber wenn man dann letztendlich da rauskommt, ja, und man findet etwas, was uns weiterhilft, wir gehen auf einen neuen Weg, wir haben eine Alternative gefunden. Und wir merken, dass es doch möglich ist, einen Sinn in unserem Leben zu finden. Dann äußert sich das erstmal in ein großes Gefühl von Erleichterung. Es ist, als ob eine große Last von unserer Schulter wegfällt. Ja, diese Last von dem Leben, was nicht angenehm war. Und plötzlich ist da eine neue Alternative, die vielleicht auch nicht immer angenehm ist, nicht immer leicht, aber die Perspektive hat. Also die Tatsache, dass man wieder Perspektive hat, gibt das Gefühl von Erleichterung und dass man sich endlich mal entspannen kann. Es ist, als ob man, solange man in diese Lebensphase ist, wo man ständig mit der Wirklichkeit in Konflikt kommt und nicht versteht, warum das so ist, also man ständig verspannt ist, man ständig emotional verspannt, körperlich verspannt wahrscheinlich auch. Und wenn wir da rauskommen, ist das ein Gefühl von, ah, ja, endlich Befreiung, endlich Erleichterung. Auf eine ganz andere Ebene habe ich so ein bisschen so eine Erfahrung gehabt vor kurzem. Nur aus Analogie, ja, eigentlich viel kleiner, aber vielleicht gibt es ein bisschen einen Eindruck, was ich meine. Ich war über Dezember und Januar 6 Wochen in Spanien, habe da einen solitären Retreat gemacht. Und ich war nach Spanien gegangen, weil ich wirklich ein bisschen Sonne wollte, ein bisschen Wärme, ja. Aber ich habe dann sehr schlecht getroffen. Es war der schlimmste Winter in Spanien in 200 Jahren. Und von meinen 6 Wochen hat es 4,5 Wochen ständig ohne Unterbrechung geregnet. Und es war extrem kalt. Und was dazu kam, war, das Haus war wirklich so gebaut, dass man wirklich nur draußen leben konnte. Drinnen war es einfach viel zu dunkel. Ich konnte drinnen nicht lesen oder schreiben, ich konnte kaum sehen. Also ich habe meine 4,5 Wochen in der Regen draußen verbracht unter ein kleines Dach. Also 2 Meter breit, konnte ich genau sitzen, einen kleinen Tisch. Und da habe ich dann mein Studium und mein Schreiben gemacht. Und um mich herum hat es ständig geregnet. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Und wenn dann letztendlich die Sonne gekommen ist, war das so eine Erleichterung. Und dann merkte ich, dass mein ganzer Körper war verspannt. Ja, all meine Muskeln waren verspannt. Ja, und auch geistig war ich so teilweise verspannt. Ja. Ich habe mich ständig dagegen gewehrt, dass die Bedingungen schwierig waren, so körperlich schwierig waren. Also ich habe mich verspannt. Und die Entspannung, die dann kam in die Sonne, kam, war so schön. Ja. Also da kann man ein bisschen leicht ein Gefühl dafür kriegen, wie es ist, ja, aus Dukkha rauszukommen und in Freude rein, ja, in Pramodia rein. Das ist diese Entspannung. Ja, gut. Also, Pramodia hat dann diese 4 Aspekte. Erstmal Freude, weil wir gefunden haben, was wir gesucht haben. Dann die Begeisterung, weil unsere Energien wieder in etwas Sinnvolles engagiert sind. Dann Wohlsein, weil wir lernen, heilsam zu handeln und deshalb ein reines Gewissen haben. Und Erleichterung, weil wir eine Alternative für Unfriede und Frust gefunden haben. Okay, also das ist eigentlich schon ein Riesenschritt, die wir jetzt gemacht haben, von Dukkha zu dieser Freude und Begeisterung. Aber wir sind noch immer nur auf der 3. Stufe von unserer Spiralfahrt. Also es geht weiter. Die 4. Stufe heißt Priti. Und Priti ist eine intensive Freude. Also eine Freude nochmal sehr, sehr viel stärker als Pramodia. Oder manchmal wird es auch Verzückung genannt. Priti entsteht, wenn unsere inneren Konflikte sich auflösen und wenn all unsere geistigen Energien zusammenkommen. Und das passiert als Ergebnis einerseits von Meditation, andererseits, weil wir unseren Lebensstil ändern und mehr mit Meditation in Einklang bringen. Jeder Mensch besteht aus einer ganzen Menge unterschiedlicher Teile. Und die Teile bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Das meine ich so psychisch, ja. Psychische Teile, die in unterschiedliche Richtungen gehen.
Und daraus entsteht eine ganze Menge innerliche Konflikte. So ein Teil von mir will in diese Richtung, andere Teil von mir in diese Richtung, also was mache ich? Entweder ein Teil ist zufrieden oder ein anderer Teil ist zufrieden, oder ich mache nichts und sind beide Teile unzufrieden. Ich will mal einige Beispiele geben, wie das sich auswirken kann. Zum Beispiel, auf einem bestimmten Punkt vor einigen Wochen oder vielleicht vor einigen Monaten, da habt ihr ein Programm von uns bekommen, das sagt, es gibt ein Retreat über Ostern. Es gibt ein Retreat in Kühude. Und dann ein Teil von uns sagt, ah, toll, ich will auf das Retreat gehen. Ein anderes Teil will eigentlich ruhig zu Hause bleiben. Ein bisschen Ruhe haben. Ja, nicht so viele Leute in Kühude, nee. Dann ein dritter Teil will eigentlich mit der Freundin oder mit dem Freund in die Ferien fahren. Das ist auch schön. Aber nur ein Teil kann kriegen, was es haben will. Also, wir haben uns entschieden, wir gehen auf Retreat. Und dann sind wir auf Retreat und dann setzen wir uns hin und ein Teil von uns will meditieren. Aber ein anderes Teil von uns will ausschlafen. Und ein dritter Teil möchte vielleicht lieber einen Spaziergang machen. Also wieder entsteht da ein Konflikt, weil wir haben diese unterschiedlichen Teile und die gehen in unterschiedliche Richtungen. Okay, lass mal sagen, wir haben uns dann doch letztendlich entschieden zu meditieren. Wir setzen uns hin und ein Teil von uns möchte sich konzentrieren. Ein zweiter Teil von uns möchte an den Ferien denken, die wir jetzt denn doch nicht gemacht haben. Und ein dritter Teil von uns erinnert sich, die liebe Freund oder Freundin, die vielleicht jetzt mit den anderen Personen die Zeit verbringt. Also, dann erfahren wir so innerlich in uns einen Konflikt. Und wir merken, das kommt in unsere Meditation rein und sorgen dafür, dass wir vielleicht eine ganze Stunde damit verbringen, in den Kreis rumgehen. Also, sehr selten sind wir imstande, etwas mit unserer ganzen Energie zu machen, mit unserem ganzen Herz zu tun. Und all diese inneren Konflikte legen sich als Verspannungen in unserem Körper, fest. Oder vielleicht nicht alle, aber jedenfalls viele. Wenn wir aber meditieren, dann merken wir, dass allmählich unsere Energien mehr und mehr zusammenkommen. Wir lernen die unterschiedlichen, oft unbewussten Teile von uns, lernen wir kennen. Und dann fangen wir an zu sehen, wie unterschiedlich sie sind, und dass sie in verschiedene Richtungen gehen, ja, dass das da unvereinigbare Wünsche gibt. Und dann fangen wir an uns selbst zu arbeiten. Wir fangen an, uns selbst zu transformieren. Und wir fangen an, die unterschiedlichen Aspekte unserer Persönlichkeit mehr in eine Richtung zu bringen. Und die unterschiedlichen Teile von uns selbst, die fangen an, miteinander zusammenzuarbeiten. Und was dann stattfindet, ist eine gründliche geistige Reorganisation und Integration. Und diese Integration setzt eine Riesenmenge von Energie frei. Also die Energie, die wir bisher benutzt haben, um diese innerlichen Spannungen und Konflikte aufrechtzuhalten und uns aufzuhalten, die stehen uns plötzlich wieder zur Verfügung. Und diese Energie, die erfahren wir als Priti. Und das hat zwei Elemente. Erstmal ein geistiges Element, das ist die geistige Freude, die intensive geistige Freude, die wir dabei erfahren, oder Verzückung. Und andererseits hat es auch ein körperliches Element, was wir erfahren als ein intensives Wohlbefinden. Priti erfahren wir vielleicht am leichtesten in Meditation, gerade diese Praktik, wo wir unsere Energien zusammenbringen. Wenn wir aktiv versuchen, unsere geistige Energie zusammen und mehr konzentriert zu werden. Oft ist schon eine gute Körperhaltung in Meditation schon ausreichend, um uns ein Gefühl von Priti zu geben. Wir setzen uns wirklich aufrecht hin und wir haben das Gefühl, unsere körperliche Energie fließt und das fühlt sich sehr angenehm an. Aber man kann auch außerhalb Meditation Priti erfahren. So Priti ist nicht beschränkt zu Meditation. Manche Erfahrungen haben auch diesen Effekt, dass es unsere Energien zusammenbringt. Zum Beispiel Kunst. Eine Kunsterfahrung kann diesen Effekt haben. Wenn wir etwas sehen oder hören, was uns wirklich anspricht und was sozusagen alle Elemente in uns anspricht und all diese Elemente kommen zusammen, dann kann man eine Erfahrung von intensiver Freude haben
Und auch das kann sich auch körperlich anfühlen. Ja? Dass man so ein körperlich, ja, etwas, als ob Energie durch unsere Körper fließt und uns sozusagen aufhebt. Ja? Man kann es mit Naturerfahrungen haben. Ja? Ein sehr schöner Sonnenuntergang zum Beispiel kann ein Gefühl von Priti bringen. Es kann mit Musik passieren. Ja? Für mich ist das oft mit Musik, sehr, sehr schöne Musik, kann bei mir Gefühle von Priti auslösen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, um Zugang zu kriegen zu diesem Gefühl von Priti. Aber vielleicht wird es am klarsten in Meditation, weil wir in Meditation natürlich auch sehr achtsam sind und in gutem Kontakt mit unserem Körper sind. Und da kann man in Meditation 5 Intensitätsstufen unterscheiden. Ja? Jedenfalls theoretisch. Was die Tradition sagt, es gibt diese 5 Stufen. Ich habe sie nicht alle erfahren. Also es kann sein, dass das bei euch so ist, dass er sie nicht alle erfahren hat. Also es fängt an auf der niedrigsten Stufe mit einfach einer angenehmen Körperempfindung, ein angenehmes Körpergefühl. Man sitzt auf seinem Meditationskissen und man fühlt sich erstmal körperlich wohl. Die Energie fließt. Manchmal kann es noch ein bisschen stärker sein, dass diese Fließung von Energie so viel Angenehmheit bringt, dass unsere Haut sozusagen anfängt kribbeln, ja, dass man Gänsehaut kriegt. Ja? Das gehört auch zu dieser Stufe. Und das kann auch ziemlich leicht auftreten, wenn man sich einfach in eine gute Körperhaltung setzt, ja? Oder wenn man so ein bisschen mehr konzentriert wird. Und die zweite Stufe ist, wird beschrieben als eine elektrisierende Stimulierung des ganzen Organismus. Als ob man von einem kleinen Blitz getroffen wird. Und man kann das bei sich selbst wahrnehmen, indem eine Schockbewegung durch den Körper geht. Wenn man es nicht bei sich selbst schon gemerkt hat, dann kann man es manchmal bei anderen Leuten in der Meditation sehen, dass sie eine plötzliche Bewegung machen, so etwas, ja, oder eine Hand, die so plötzlich eine Bewegung macht, ja. Das ist Energie, die freikommt, ja, innerliche Verspannungen, wo plötzlich so Energieschub kommt. Und das ist angenehm. Also wenn man sieht, dass das Leute passiert, hab keine Sorgen, ja, das ist angenehm. Dann die dritte Stufe ist wie eine Welle von sehr bewegender Emotion. Es ist, als ob eine Welle durch unseren Körper geht. So eine Flutwelle. Und solche Wellen können manchmal auch ziemlich heftige Reaktionen auslösen. Was kann passieren, ist, dass man plötzlich anfängt, so schluchzend zu weinen. Ja? Wirklich voll zu weinen. Oder auch unkontrollierbar zu lachen. Kann auch passieren. Und beide Sachen sind auch wieder angenehm. Ja, also das Weinen ist sehr befreiend. Ja, oder das Lachen kann auch sehr befreiend sein. Es ist nicht, dass jemand dann durch große Schmerzen geht. Aber es ist einfach, da kommt Energie frei. Dann die vierte Stufe ist, man fühlt sich überspült. Ja, völlig überspült durch sehr starke Emotionen. Man wird eigentlich von diesen Emotionen überwältigt. Und man kann dabei ein Gefühl haben, als ob ein Feuer so durch den Körper geht. Ja? Ein Feuer, das sich einen Weg nach außen bahnt. Eine sehr kräftige Erfahrung. Aber auch etwas, was nicht unangenehm ist. Und dann die fünfte Stufe. Das ist eine Entzückung, die so heftig ist, dass der Körper sich vom Boden hebt. Ja? Und man in der Luft schwebt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ja? Ich kann auch jedenfalls nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ja, manchmal, ich weiß, dass in anderen Meditationsschulen man darüber redet, dass das ist dann so ein Ziel, was man versucht auch zu erreichen, dass man so längere Zeit da oben bleiben kann. Ich habe auch einen Verwandten, die sich damit beschäftigt hat. Und sein Schlafzimmer, der ganze Boden war so mit Kissen bedeckt. Weil ich schaffte es nicht, so ganz ruhig herunterzukommen. Ich muss sagen, ich habe es niemals gesehen. Aber all diese Erfahrungen können auftreten im Rahmen von Meditation. Weil in Meditation kommen die geistigen Energien wieder zusammen
und werden in Harmonie gebracht. Und dabei werden alte körperliche Verspannungen gelöst. Ja, und diese, das Freikommen von diesen Verspannungen kann so ganz starke Energieschuben geben. Das Auftreten von Priti deutet darauf hin, dass unsere Meditation anfängt tiefer zu gehen. Tiefere Ebenen von unserem Bewusstsein werden einbezogen und alte unverarbeitete Erfahrungen werden verarbeitet und integriert. Es ist nicht ungewohnt, dass man in Meditation anfängt, sich alte Erlebnisse zu erinnern. Ja, Sachen, die lang in der Vergangenheit passiert sind, die man schon lange vergessen hat. Und manchmal sind solche Erinnerungen sehr toll, sehr schön. Ganz schöne Kindheitserinnerungen zum Beispiel. Manchmal können die auch sehr schmerzhaft sein. Ja, Sachen, die wir verdrängt haben. Die so schmerzhaft waren, dass wir sie völlig vergessen haben. Und in der Meditation kommen die dann wieder hoch. Das kann auch ein Grund sein, warum Menschen in Meditation weinen. Wir sollen eigentlich für solche Erfahrungen keine Angst haben. Weil dieses Prozess von Verarbeitung von alten Erfahrungen ist sehr, sehr heilsam. Ist sehr heilend, meine ich. Es ist nur gut zu wissen, dass es passieren kann. Ja, dass es uns nicht zu sehr überwältigt, wenn es passiert. Es gibt in Bezug auf Priti in Meditation zwei Gefahren, die ich erwähnen möchte. Also Priti geht zusammen mit angenehmen Körpererfahrungen, ja, und mit Körperbewegungen, die manchmal sehr lebhaft sind. Es gibt bei manchen Menschen die Neigung, diese Erfahrung nicht als ein Nebenprodukt der Meditation zu sehen, aber sie als Ziel zu sehen. Ja. Sie versuchen wirklich mehr und mehr diese Priti-Erfahrung zu kriegen. Sie versuchen nicht mehr konzentriert zu werden, sie versuchen kein Metta zu entwickeln, aber sie versuchen Priti zu haben. Und das geht manchmal so weit, dass nicht nur ist sozusagen die Aufmerksamkeit abgelenkt vom Meditationsobjekt und man beschäftigt sich nur noch mit Priti-Erfahrung. Es geht so weit, dass manche Leute einfach anfangen, diese Körperbewegungen zu machen, in der Hoffnung, dass da vielleicht dann das Gefühl dazu kommt. Das ist natürlich ein Irrtum. Ja? Also Priti ist ein Nebeneffekt von der Meditation. Wenn es stattfindet, okay, aber man versucht es nicht zu kriegen. Und ja, diese Neigung sozusagen, diese Priti-Erfahrung nachzujagen, soll man sofort aufgeben. Das bringt uns nicht weiter. Der zweite Gefahr mit Priti ist, dass man wenn man viel Priti in der Meditation hat, dass man vielleicht den Eindruck hat, ich meditiere gut. Da passiert viel. Und vielleicht macht es das stolz oder ehrgeizig. Und es kann bedeuten, dass man aufhört, sich zu bemühen. Ja? Man denkt, ich bin da, wo ich sein will. Ich habe starke Erfahrungen. Ja? Also auch das ist ein Irrtum. Eigentlich, man könnte sagen, ist nicht immer so, aber man könnte sagen, wenn man viel Priti hat, kann es bedeuten, dass man viele Verspannungen hat, ja? Dass man nicht sehr integriert ist. Ja? Also vielleicht sind große Priti-Erfahrungen eher ein Zeichen dafür, dass man wirklich weiter an sich selbst arbeiten muss. Also es ist am besten, relativ locker mit Priti-Erfahrungen umzugehen. Priti ist eine gute Zugangstür zur Vertiefung. Es ist angenehm und es macht uns leichter, unsere Meditation zu genießen. Und es ist auch sehr sinnvoll, diese körperliche Priti-Empfindungen zu entdecken und wahrzunehmen. Aber es soll nicht das Ziel unserer Meditation werden. Es gibt im Buddhismus keine Priti-Bhavana, keine Entwicklung von Priti. Also wie angenehm diese körperliche Empfindung von Priti auch ist, letztendlich ist sie eigentlich nur unruhig und eher eine Ablenkung in unserer Meditation. Und wenn unsere Meditation sich weiter vertieft, werden wir merken, dass Priti zur Ruhe kommt. Und damit kommen wir dann zu der fünften Stufe des Spiralpfades, und das ist Prasaddhi, oder Beruhigung. Und das ist dann das Thema für den nächsten Vortrag.